ich auch was mitnehmen. Granaten. Gibt es hier auch eine Landezone von uns? Oh ja, da hinten. Könnte ja eventuell irgendwas sein, was man gebrauchen kann. Hey, das meint jetzt nicht im Ernst, oder? Hey, das ist nicht mal ein Kastel mit ein bisschen Munition oder sowas, gell? Keine Granaten, nichts. Was ist das? Gewehr, ja, danke, aber finden auch was. Auch Granaten brauche ich. Nur voll Fluffies. Ey, na, was ist denn das wieder? Also das ist genau das ist das, was ich an diesem Spiel so zum Kotzen finde. Das ist, eigentlich wäre das könnte, hätte das so ein schönes Spiel sein können. Weißt du? Aber sowas ist doch zum Kotzen. Da bist du in einer Landezone, in der du noch nicht gewesen bist, wohlgemerkt. Okay? Und dann findest du da nicht einen Hauch an Munition. Das ist doch wohl ein Witz. Also das ist doch wohl ein Witz. Na gut, hier hinten habe ich ein paar Granaten. Endlich. Ja, also aus der anderen Ecke, natürlich. Ne, sind halt voll. Ja, damit. Ja, damit. So, was haben wir jetzt an Granaten? Zähne davon. Ja, na siehst du, so muss das doch sein. So muss das sein. Jetzt können wir uns auch mit diesen verkackten Dings der Bums da beschäftigen. Mit diesen verkackten, wo sollen wir hin? Kontrollraum, gell? Ja, ich habe wieder aufgenommen, ich habe wieder keine Ahnung wie lange und keine Ahnung, ist auch egal. Ich nehme jetzt so lange auf, bis ich entweder... was ist hier los? Eine Etage tiefer. Wie, hier auch in, geradezu, unter uns. Gibt es hier irgendwo einen Weg nach unten? Wie soll ich in den Kontrollraum kommen? Ach, nach oben? Soll ich nach oben kommen? Ach, sicherlich Leitern raufklettern. Wo waren hier Leitern? Hier waren da irgendwo Leitern. Halt, hier nicht. Ja. Hier vorne ist eine Leiter. Nee, doch, da ist eine Leiter. Oh, ich hoffe doch mal, das ist nicht der Kontrollraum, oder? Wäre ziemlich blöd. Guck. Erstmal gucken, wer hier wohnt. Hier scheint keiner zu sein. Nee, ich hab das blöde Gefühl, der wohnt eher noch. Weil ziemlich doof in mir raufkrabbeln. Och, weiß Gott. Okay. Du hast gar nichts, du Arschloch. Ich weiß, du hast es noch ein Fell. Ja. Noch mehr von den Spielern. Noch höher oder? Keine Ahnung. Gucken wir mal die Stadt an. Ach ja, herrlich. Ich frage mich blöd, ist das Berlin? Soll das Berlin sein oder was ist das für eine Stadt? Wer hat den hier? Ja, das ist mir schon klar, dass ich Amerikaner bin hier im Spiel. Aber das muss man doch nicht so rauspussauen, dass die anderen alle gleich hören. Das kann man... Das kann man doch ein bisschen... Misthund! Weil die mir halt fast eine drauf gebrettert. Habt ihr das gesehen? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich komme jetzt einfach mal hier rauf. Anderen Weg gibt's hier eigentlich nicht. Granate? Hört mal auf, mit Granaten rumzuschmeißen, ihr Säcke. Na sag mal, wollt ihr mich veräppeln oder was? Oh! Okay. Da hat er noch seinen letzten Schiss gemacht. Oh. Leute, da kann man richtig Höhenangst kriegen hier. Wenn man hier vorne so an die Kante tritt. Wohnt hier jemand? Oh, hier wohnt jemand. Ach, er noch in meinen Händen, guck an. Hallo Fan. Freut mich, dass du noch lebst. Ja, ich mich auch. Ich will erst mal rauskriegen, wo wir überhaupt hier hin müssen.
Jetzt bin ich wieder Bärchen unter. Ihr habt ja wohl eine Waffe. Okay. Naja, zumindest. Was? Was, 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 was? Macht der SS-Heini hier? Die müssten doch alle tot sein. Oh! Jetzt los! Sind die wieder da, die Brüder? Und jetzt hier schon wieder da mit seinen Raketen hier. Ah, na gut. Da war ich jetzt gleich bloßes leer. Mit den Raketen. Wo ist er? Wo ist er hinter mir vor? Hör mal auf, meine Leute mit Raketen zu schießen, du Mistsau. Na sag mal, ist da auch hinter einer von diesen Drecksvögeln da oder was? Von diesen mit ihren. Ja, ja, der schießt auch etwas ganz arg. Ich muss noch rauskriegen, was hier los ist. Kann doch nicht angehen, dass die ganzen Mistvögel schon wieder da sind. Wieso sind die wieder da? Ich dachte, die spawnen nur, wenn man gekillt worden ist. Hm. Na ja, vielleicht. Oh, das hier. Weg hier. Okay. Ja. Hier spielt mal, du Arschloch. Und hier spielt mal damit. Oh, die ging, oh, die ging zu weit. Boah. So, mal hier hinschmeißen. Das ist Thema von diesen Mistvögeln hier mit dabei, ja. Wow. Tschakka. Kopf verloren oder was? Na, 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 geh mal aus... Geh mal aus der Sonne. Welcher Leute erschießen mit mir über die ganze Zeit vor der Nase? Kannst du das bitte lassen oder wie? Noch einer von der Pforte? Na, das bleibt von meiner Frau. Wisst ihr? So. Wo kommt das hier her? Doch, das knistert sich ja gerade im Blau. Das ist nicht so genau, wo es herkommt. Du brauchst einen Arsch, brauchst du. Nee, du brauchst doch den Arsch hier. Du brauchst den Körper. Ja, schon klitzen wir so eine Mistsau raus und schießen. Ist denn das nur damit schon von hier? Genau, schlachtet das Schwein. Nice Headshot. Oh ja, irgendwann werden sie mal alle. Upsa. Wieder einer hier. Jetzt habe ich die Mist davon hier vorne. Das ist schon ganz, oh, was ist denn da oben los? Ist, hockt da oben einer drin oder was? Da oben hocken welche. Hier wäre schon das Lärm. Jetzt sind wir immer wegen Runden. Hier wäre schon das Lärm, hier müsste ich da. Was
unten drin hängt. Oh, 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 da ist. Ja, habt ihr jetzt gerade gesehen, was da jetzt gerade passiert ist? Jetzt haben die auf einmal die Dinger aufgemacht hier. Diese Schießscharten. Diese Mistvögel. Renn, 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 renn. Ja, ja. Keine Angst, da fällt schon noch dran. Schweine. Ich muss bloß hier vorkommen. Leider bei mir klingelt gerade das Telefon, tut mir leid, ich muss auseinander unterbrechen. So, weiter geht's mit Gebrüll. Ich muss ja erstmal. So, was habe ich jetzt eigentlich hier vorgehabt? Oh, da unten ist noch ein Kinder, da gehen Kunden hier wohl splitten hier. Oh, scheiß, scheiß. Jetzt dafür lebe ich jetzt. Ja, was? Ach. Man schickt mich zurück. Oh, Kacke. Oh, weg hier. Dann teile ich euch mal Superdinger hier rein. So. Da ist auch noch einer. Egal, was da gelebt hat. Ich schätze mal, der lebt nicht mehr. Gucken wir mal nach. Hätte, oh, ein bisschen was ist noch da. Deswegen. Was ist da nie? So. Okay, dann fällt das mit den Granaten mal. Komm mal. Oh. Ja. So ein Idiot. Oh, scheiße. Hier bin ich nicht rein. Ist hier noch jemand? Ja, es ist der Hammer, gell? Wir haben es die Nacht kurz vor 11, dreiviertel 11, 23 Uhr 47. Und da haben die nichts besseres zu tun, als mich anzurufen und zu fragen, wie sind irgendwelche Drachen bei Divinity die Blatt kriegen. Kann das wahr sein, ne? So, was soll man überhaupt hier? Was? Wieder eins da wieder nach oben? Ich denke, hä? Ach, hier vielleicht ein Weg nach oben. Wollt ihr noch jemand? Ah, ein Leiterchen. Ich sehe ihn ein. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass das eine Leiter ist. Das ist mir schon klar, dass da eine Leiter ist. Das ist, wer wohnt hier? Das ist doch die Frage. Hm? Oh, ist das schon wieder so ein Mistfutzi hier. Wer schießt denn hier? Hm. Ja, ist das ein Spielarschloch. Oh,
Da steht da hinten stehen. Da und wartet. Ja. Jetzt geht's noch. Ich hab noch genug für den Fleisch hier. Ich hoffe, du kannst die Granaten, ab die ich hier werfen kann. Was ich mir kaum glaube. Noch jemand hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, da zuckt nicht mehr davor. Aber es kotzt mich natürlich an, dass ich jetzt meine gesamte Munition wegen diesen Wichsern hier auf. Och na, jetzt stopp doch mal die Mistvore. Was habe ich den Kontrollraum geschafft oder was? Na gut. Okay. Das Sprengkommando ist mit dem Aufzug unter dem Keller. Folge ihm, Travers. Wir räumen hier auf. Ja, wir räumen hier auf. Wieso haben die. Das ist doch auch wieder so eine Sache, gell? Keine Granaten. Sonst haben die Arschlöcher, jeder zweite schmeißt wenigstens eine Kastelgranate von sich. Und diesmal nicht eine Granate hier irgendwo zu finden. Was soll ich jetzt den Vorstücher nehmen oder was? Meinen die das im Ernst, so wie? Das meinen die wirklich ernst. Und ich habe jetzt wirklich an Granaten nicht mehr. Ich habe den jetzt wirklich alles hineingepasst. Ich muss ihn. Ach, kacke, was hier. Zumindest haben wir noch Munition. Ich brauche mehr Sprengstoff! Travers, wie in alten Zeiten, hä? Bereit, Sir! Kabel überprüfen und dann überprüfen Sie sie nochmal! Ja, Sir! Der Abwasserkanal hier ist unser Fluchtweg. Sobald Private Worth die Kabel überprüft hat, stoßen wir zu einem Sprengkommando, das dieses Ding in die Luft jagen wird. Ich höre Sie! In die Kanalisation! Vorwärts! Na komm, lass mich doch mal laufen. Mann, das dauert hier. Ach, ich bin so nicht gesehen haben. Denk hier. Hier ging's lang. Kann ich mich erinnern. Hier. Granaten aufsammeln. Oh, da oben ist er noch. Na. Ne? Da kommt doch jetzt ein Arsch voll von diesen Mistvögeln hier. Au. Noch mehr? Ich hab noch genug Munition hier, Mistvögel. Na? Wie viel wir noch kommen. Ja. Da kommt recht langsam. Das wird hier so ein MG-Fuzzi sein. Du fängst nicht an zu schießen, du Mistschwein. Und? Noch einer von euch? Brauchen wir mal, wir schießen hier. Da oben ist jemand. Oh, du Schweinschwein. Schwein schmeißt mit Granaten. Oh. Ich muss das mal lassen, du Mistvogel. Oh, da ist auch noch einer. Stopp, du Schwein. So, einen haben wir noch. Einen haben wir hier noch auch im Tour. Ne, zwei. Mistvogel.
So, wo ist der letzte? Was? Hier spielt er mit dem Arschloch. Hat ihn Scheißdreck interessiert. Wo ist der? Hier um die Ecke rum ist auch ein Kuh. Ich bin nicht krank, das wird besser nie. So. Den haben wir hier noch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Scheiße. Noch ein Granaten? Gar nicht mehr. Aha. Den habe ich glaube schon gegen geschmissen. So. So, den haben wir. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, Scheiße. Wo hängen die Mistsau? Die müssen hier oben auch schon. Mistvogel, verdammter! Jetzt hat man mit die Hand dran, also wir lassen hier Mistvögel. Was glaubt ihr, Mistvögel, was jetzt passiert? Jetzt gehe ich hier raus und dann springen sie euch den Arsch weg. So. Ist da jemand? Nö. Kann ich hier irgendwie... Aha. Kanalisation. Ach, ab jetzt ist es blind. Kanalisation. Na, hat jetzt langsam mal ein Ende hier. So. Gucken. Ziel erreicht, aus dem Flakturm geflohen. So, wir jetzt zugucken, wie das Ding in der Luft fliegt. Was ist denn Hühner? Muss ich irgendwas drücken oder was? Hier. G43, na gut. So, Leute. Viel Spaß. Und tschüss. Egal, was da noch gelebt hat. Colonel Scott Webb, Abschlussbericht. 27. März 1945. Der Krieg ist vorbei. Das einst so mächtige Deutschland liegt in Trümmern. Ich denke, Amerika verdankt diesem Triumph dem Mut und der Beharrlichkeit unserer Luftlandetruppen. Die Entschlossenheit und Opferbereitschaft dieser Soldaten erfüllt mich mit Stolz. Und ich fühle mich geehrt, den Luftlandetruppen anzugehören. So Leute, das Let's Play Medal of Honor Airborne ist zu Ende.
Ich hoffe, ihr hattet einen Haufen Spaß daran. Ich hatte ihn auf jeden Fall gehabt, auch wenn ich manchmal richtig genölt habe, weil das Waffenhandling und diese Idioten, die mal auf der Nase rumgeturnt sind, mir manchmal mächtig auf den Sack gegangen bin. Grafik, die war ja wirklich spitzenmäßig, gell? Also wenn man bedenkt, dass das Spiel ja schon ein paar Jahre alt ist, gell? Also ja, wirklich ein schönes Spiel, gell? Gibt es gar nicht zu meckern, man kann es auf jeden Fall mal spielen. Wenn man im Let's Play ist, da hat man natürlich auch ein bisschen Druck und da ärgert einen manche Sachen dann auch mehr. Offline ist das garantiert nochmal Zusatzschmankerl. Ja, wie gesagt, schönes Spiel, hat Spaß gemacht und es ist leider zu Ende. Ich sage jetzt mal Tschüss und weg, Sheraton LP.